Hallo zusammen. Ich lese heute vom Schlunzen das letzte Geheimnis, das Kapitel 13. In der Nacht schlief Lukas schlecht. Er träumte von der Frau um Audi, der ollen Barbara, wie sie langsam auf ihn zuging und die Hände so formte, dass sie locker seinen Hals umschlingen könnte. Lukas wollte schreien, aber es kam kein Schrei aus seinem Mund. Er wollte sich zum Schlunz umdrehen, aber Schlunz war nicht mehr da. Da, wo er gerade noch gestanden hatte, stand jetzt ein fremder Mann, grinste breit und gefährlich und zog an seiner Zigarre. »Schlunz«, wollte Lukas rufen, aber es war, als wäre seine Stimme gefangen. Er musste sich zwingen. Er streckte seine Arme aus, um die Frau und den Mann von sich fernzuhalten, holte tief Luft und endlich konnte er es herausschreien. »Schlunz«! Lukas keuchte. Er saß kerzengerade in seinem Bett, es war dunkel. Er hatte wirklich geschrien. Das war ihm in diesem Moment klar. Seine Stirn war feucht. Sein Schlafanzug war nass geschwitzt. Er fasste sich an den Kopf. Alles nur ein Traum. Ein Glück. Oder? Eine plötzliche Angst überfiel ihn. Er knipste das Licht seiner Nachttischlampe an. Das Bett vom Schlunz war leer. Lukas sah auf seine Uhr. 6 Uhr morgens. In einer Stunde würde sein Wecker klingeln. Ob Schlunz schon so früh aufgestanden war? Lukas stand auf und ging zu Schlunz' Bett. Da lag sein Schlafanzug. Er war also schon angezogen. Sein Schulranzen stand aber noch an der Ecke wie immer. Zur Schule war er also noch nicht gegangen. Wo sollte er so früh hingegangen sein? Etwa wieder in den Schuppen hinterm Haus? Dahin war er schon einmal mitten in der Nacht geflohen. Auf dem Kopfkissen lag sein Buch, das Buch Schlunz. Ob da eine Nachricht für ihn stand? Lukas schlug die erste Seite auf und begann zu lesen. Dies ist das Buch Schlunz. Es ist ein wichtiges Buch. So wichtig, dass es eigentlich in die Bibel gehört. Genau hinter das Buch Lukas. Sollte dieses Buch also jemals jemand lesen, der etwas über die Bibel zu sagen hat, der soll es einfach mit in die Bibel aufnehmen. Okay? Lukas und Schlunz, die gehören zusammen. So wie das Buch Lukas und das Buch Schlunz. Lukas klappte das Buch wieder zu. Nein, das war das geheime Buch vom Schlunz. Das durfte niemand lesen. Das hatte Schlunz oft genug zu Lukas gesagt. Immer wenn Lukas Schlunz gefragt hatte, wann darf ich denn wissen, was in dem Buch steht, hatte Schlunz gesagt, wenn es fertig ist. Und dann hatte er weitergeschrieben. Und weil Schlunz ihm vertraute, wollte Lukas es auch jetzt nicht einfach heimlich lesen. Das wäre nicht fair. Lukas legte das Buch wieder zurück auf das Kopfkissen. Als Lukas sein Zimmer verließ, sah er Mama im Bad stehen. »Hast du den Schlunz gesehen?«, fragte er sie. »Nein«, antwortete Mama. »Ist er nicht im Bett?« »Nein.« Mama kam aus dem Bad und starrte Lukas mit einem Gemisch aus Sorge und Strenge an. Aber sie sagte nichts. Lukas rannte die Treppe nach unten, zog seine Schuhe an, die Jacke über den Schlafanzug und rannte nach draußen. Am schwarzen Mercedes auf der anderen Straßenseite fuhren die dunklen Scheiben nach unten. »Morgen«, brummelte ein Polizist, der hinterm Lenkrad saß. Lukas antwortete nicht, sondern lief hinters Haus, in den Schuppen. Er war leer. »Schlunz!« Keine Antwort. Lukas rannte wieder nach draußen, einmal um das Haus. »Schlunz!« An der Seitenwand blieb er erschrocken stehen. Das kleine Klofenster im Erdgeschoss war offen. Von da aus konnte man gut rausspringen. Ob der Schlunz geflohen war? Oder ob in der vergangenen Nacht jemand durch das Fenster eingebrochen war und den Schlunz entführt hatte? Lukas spürte, wie ihm schon wieder der Schweiß ausbrach. Wo war der Schlunz? Lukas rannte zur Straße. Dass er unter der Jacke nur seinen Schlafanzug trug, war ihm egal. Der Fahrer des Mercedes hatte immer noch seine Scheibe runtergelassen. »Haben Sie den Schlunz gesehen?«, fragte Lukas ganz aufgeregt. »Nein«, antwortete der Polizist. »Ist er nicht da?« »Er ist weg«, platzte es aus Lukas heraus. Er wollte jetzt nicht heulen, nein, er wollte jetzt stark sein. Er würde seinen Freund finden. Sofort öffneten sich 3 Türen des schwarzen Mercedes und 3 Polizisten stiegen aus, die Lukas alle nicht kannte. Sie redeten durcheinander und verteilten sich auf der Straße und im Garten. Die Haustür öffnete sich. Papa stand auf der Treppe vor dem Haus. »Was ist los? Wo ist der Schlunz?« »Er ist weg, Papa!« Er umarmte Papa und wollte schon wieder losholen, aber wieder nahm er sich vor, es nicht zu tun.
Papa drückte Lukas fest an sich und Lukas spürte, wie ihm das Kraft gab. Lukas musste zur Schule, egal wie sehr er auch darum bat, mitsuchen zu dürfen. Aber bevor er ging, nahm er das Buch Schlunz vom Kopfkissen und steckte es in seinen Schulranzen. Wenn er selbst es schon nicht lesen würde, dürften es Mama, Papa und die Polizisten erst recht nicht lesen. Das würde der Schlunz niemals zulassen. In der Schule hatte es sich bereits herumgesprochen, dass bei Lukas zu Hause schon wieder etwas vorgefallen war. »Ist der Schlunz schon wieder in den Wald gelaufen?« rief Kai, sobald Lukas die Klasse betrat. Lukas ballte seine Faust in seiner Jackentasche. Am liebsten hätte er Kai verprügelt. Aber dazu war er zu vernünftig. Außerdem wäre er sowieso nicht so stark wie Kai gewesen. Elmar stand gerade am Waschbecken und war dabei, den Tafelschwamm auszuwaschen. »Hör auf, so über den Schlunz zu reden«, rief er mutig, »sonst bewerfe ich dich mit dem Schwamm.« »Ach ja?« rief Kai zurück. »Mach doch, du Schwächling!« »Okay«, knurrte Elmar. Er nahm den Schwamm, den er gerade noch unter das fließende Wasser gehalten hatte, und hielt ihn bedrohlich vor sich. Das Wasser plätscherte aus dem Schwamm über Elmas Füße. Und als wäre das nicht schon Schweinerei genug, quetschte Elmar den Schwamm in seinen Händen zusammen, als wollte er einen Schneeball daraus formen. Das Wasser rann ihm wieder auf das Hemd und auf die Hose. Als er den Schwamm jetzt warf, flog er gerade mal 2 Meter weit und landete auf seinem eigenen Stuhl. Kai und Michi lachten. »Elmar hat recht«, rief Elli plötzlich. »Der Schlunz hat keinem von euch was getan.« Elmar starrte auf Elli. Noch nie hatte ihm jemand aus der Klasse recht gegeben. Aber vor allen Dingen hatte Lukas noch nie erlebt, dass Elmar sich so mutig für jemanden eingesetzt hatte. In diesem Augenblick fand Lukas Elmar sogar mutiger als sich selbst. »Ich suche den Schlunz heute Nachmittag«, rief Marvin. »Ich auch«, stimmte Elmar zu und grinste verlegen. »Ich suche in unserer Garage. Vielleicht hat er sich ja bei uns versteckt.« »Was ist das hier für ein Krach?« schimpfte Herr Rotbraun-Bohnenhang, als er die Klasse betrat. »Setzt euch hin!« Elmar war der Erste, der sich setzte. Natürlich genau auf den Schwamm, der immer noch auf seinem Stuhl lag. So, das war das Kapitel 13 vom letzten Teil Schlunz.